Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3, wo wir nach einem kleinen Absturz in der letzten Folge, die ja erfrischend kurz war, war nur eine halbe Stunde, jetzt wieder hier vor dem Eingang stehen und wir probieren es einfach nochmal. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Der Elfenmagier hat das Portal für Ciri hinterlassen. Komm jetzt. Pufftot. Ich mag diese Portale nicht. Naja. Vella Gla! Es ist ja so still geworden. Ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Hört, hört. Das sind ja tolle Voraussetzungen. Was steht da hinten? Ist das eine Statue oder ist das jemand? Ja, jetzt lauf doch voran, doofe Tröte. Ich wollte gerade dramatisch auf die Statue drauf zugehen. Ein Golem. Oh nein, ein Golem? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Cyrael nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Das wirst du bereuen. Scheiße. Huch, welche Aktion ist nicht erlaubt? Oh, der macht aber schon ein bisschen Damage. Ich muss mal gucken, was hilft denn... Ich schau mal eben ganz kurz, Entschuldigung. Huch, nein, hier rein. Was hilft denn gegen Golems? Ich schau mal eben. Eindringling. Wir haben hier offenbar noch keinen Hinweis. Scheiße. Feuerschaden, Gedankenbeeinflussung, vielleicht Druckwelle. Klappt ja nicht so gut. Aua. Ich komme nicht aus der Ecke raus. Alter Schwede. Okay, keine Druckwelle. Gedankenbeeinflussung. Schutzschild könnte man theoretisch machen. Magische Falle bringt, glaube ich, auch nur bedingt was. Vielleicht kann ich ja mit Feuerschaden. Oh, Alter. Manchmal rasiert er aber auch. Komm schon, du bist fast down, Junge. Vella Gla. Das wäre geschafft. Ja. Ich wusste, wir schaffen es. Es war leicht unbeholfen, aber... Ich hätte gedacht, wir gehen drauf. So, warte, Bestiarium. Ich schau mal eben. Konstrukte, Golems. Okay, da hilft nichts. Bombe. Wir sollten auch mal mit Bomben langsam anfangen. Ich sollte mal ein paar craften. Wenn wir durch diese Wand brechen sollen, brauchen wir 20 Pioniere, 7 Maultiere und einen Zentner Salpeter. Oder einen Golem. Golems bestehen aus geistloser Materie, welcher durch einen Zauber Leben eingehaucht wurde. Sie gehorchen den Befehlen ihrer Schöpfer ohne Wenn und Aber. Dank ihrer unbändigen Stärke, ihrer Schmerzresistenz, ihrer endlosen Geduld und der Tatsache, dass sie nicht ein Jota Nahrung benötigen, sind sie die besten Diener und Wachen, die man sich wünschen kann. Werden sie provoziert, kämpfen sie, bis sie ihren Widersacher entweder zermalmt haben oder selbst zu Staub zerfallen sind. Ich finde übrigens, die Pose, in der der Golem hier steht, sieht ein bisschen Michael Jackson-mäßig aus. Wollte ich nochmal ganz kurz... Entschuldigung, es passt überhaupt nicht zum RPG. Man verzeihe mir ab und zu die lustigen Anmerkungen. So bin ich eben, ein wahrer Schall. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Aber Kyra... Und das zu der Musik. Jetzt sind wir alleine hier. Niemand wird uns schreien hören... warte.
Was ich machen wollte. Huch, ich gehe mal ins falsche Menü gerade wieder, weil neue Aufnahmesession. Ich meditiere mal ganz kurz eine Stunde, weil es sich gewünscht wurde. Statt dauernd zu essen und zu trinken, meditiere ich einfach ein bisschen und da sind wir wieder voll gehealt. Ich finde es übrigens erstaunlich, dass ich bei so dicken Brocken irgendwie immer durchkomme, aber dann kommen da so kleine Hundis und dann sterbe ich. Das verstehe ich einfach nicht. Ein kleiner Zoria. Was ist denn Zoria? Nein, nicht Weltkarte. Inventar. Runensteine. Drücke A, die du verwenden möchtest. Wird in eines Schwertes plus 2% Chance auf Taumeln, 3% Chance auf Einfrieren. Jawohl. Das gefällt mir sehr gut. Gut, dass der Witcher das einfach mal so reinsockeln kann. Der alte Schmiedechef. So, und wir gehen hier mal weiter. Noch eine Truhe. Man sieht ihn nur sehr schwerlich hier. Boah, wenn die Alte klettert, hört sie jetzt immer an, als müsste sie gerade ein Haus tragen. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Oh, ist schon nett. Okay, wir sind bei Igni. Und deswegen, jetzt geh mal weg, Oma. Ich will ja mal ab und zu so ein Ding anzünden. Ich weiß nicht warum. Es bringt uns eigentlich gar nichts. Aber ich mag es, wenn es hier ein bisschen heller ist. Diese Zwischenräume sind mir auch nicht immer sehr geheuer. Und wenn es dann hier weitergeht, dann weiß ich, dass uns gleich irgendwas erwartet am Ende des Weges. Denn die Neugier hier wird zwar stets belohnt, aber niemals ohne Prüfung. Opa! Was? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Ein Gargoyle! Oh, unser Schwert leuchtet. Das wirst du bereuen! Okay, Igni wird da wahrscheinlich gar nichts helfen, aber vielleicht eine Druckwelle. Aua! Gar nicht. Okay, wir müssen uns vielleicht was anderes suchen. Feuer wird, glaube ich, gar nicht helfen. Eine magische Pfeile vielleicht, weil der magisch belebt ist. I. So, kann ich jetzt vielleicht... So, wir machen hier ein bisschen Wechselspiel. Aua, oh fuck it. Ich müsste langsam tatsächlich mal Inventar. Wo ist ein Schwalbentrank? Die haben wir noch nie benutzt. Es wird langsam mal Zeit. Schwalbe. Na, den oberen oder? Ich mach mal lieber den unteren. So, er kommt trotzdem nur mir hinterher. Offenbar nicht. Das wird nichts. Boah, der steckt aber sau viel ein. Der steckt sau viel ein. Unglaublich. Ich hätte vielleicht vorher nochmal speichern sollen. Ich wusste, dass irgendwas kommt in der Richtung, dass es eine Falle wird. Habe ich ja gerade vorher noch angekündigt. Naja, jetzt haben wir so einen 10 Kilometer langen Ladebildschirm wieder. Naja, schauen wir mal. Es wird schon. Lal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 
recht viel. Axi, bei wilden Tieren. Vielleicht können wir Axi am Gargoyle benutzen, das würde mich auch mal interessieren, weil Axi würde ich gerne generell mehr im Kampf benutzen, tatsächlich. So, hier sind wir wieder. Habe ich denn... Siehste, da haben wir den vergessen. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher.
So, vorher das nächste Mal speichern. Ich will diesen Gargoyle-Klein kriegen. So, zack. Okay, folgendes. Das mit dem Lehm würde ich trotzdem gerne drin haben. Oder Axi. Um dessen Eigenschaften. Wir haben noch einen Hosenslot frei. Da nehme ich mal die Axi rein. Und 3% Chance auf Einfrieren hätte ich gerne in der Waffe tatsächlich. Das lasse ich mal drin. Die Schwalbe würde ich auch gerne nutzen. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. Oh. In vielerlei Hinsicht. Oh, Madame. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird noch. Das glaube ich aber auch. Okay. Wir nehmen wieder... Hier ging's lang. Wir müssen auch den Gargoyle irgendwie klein kriegen. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir haben ja auch keinen Eintrag zu dem. Man muss ja mindestens einen besiegt haben. Und natürlich, was natürlich super ist, das habe ich vorher gemacht, jetzt sollte ich es auch mal machen. Eine Stunde meditieren. Sie wartet natürlich eine Stunde daneben. Sehr geduldige Frau, sehr löblich. Okay, ob Axi funktioniert? Ich glaube eher nicht. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl. Und wie? So, hier wirft zumindest nicht mit Stein. Stirb! Was hier? Jetzt springt noch nicht tausendmal rum. Ja, hat uns noch erwischt. So. Nein! Ich lauf noch rein, ich Dobi. Scheiße. Nein, ich hab grad gegessen. Ah, okay. Wir müssen auf jeden Fall, wir müssen mit Geschwindigkeit spielen. Was mich wirklich stört, ist der Ladebildschirm. Wir kriegen den Down. Wir hatten ihn gerade eben fast... Also fast hat man den Down. Ich muss auf Geschwindigkeit spielen und auf nichts anderes. Ich weiß nicht, ob Axi oder irgendwas da was bringen. Das kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Vielleicht können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht demnächst mal Bomben craften. Weil ich glaube, Bomben sind sehr, sehr hilfreich. Gut, dass wir noch keine haben. Und mit Bomben müssten wir eigentlich nochmal zurück nach Weißgarten, um da noch ein paar Monsternester auszuheben, die wir damals nicht ausheben konnten. Wäre vielleicht mal langsam an der Zeit. Ich muss nur gucken, wie man die craftet. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt probieren wir es einfach nochmal. Schutzschild. Ob der Schutzschild was bringt, ich weiß es nicht. Der bringt ja einmal was. Die magische Falle würde mir sehr gut gefallen, aber naja. Opa! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Stirb! Nimm dies! Scheiße. Ausweichen wäre eine super Option. Alter, der schlägt nach hinten, die Drecksau. Da lache ich doch. Nein, ich komme nicht mehr weg. Das geht doch gar nicht. Was für ein Radius. Lass das mal. Oh, auf jeden Fall. Ich will natürlich nicht, dass er sie kaputt schlägt. Ich weiß gar nicht, wie viel Hitpoints sie eigentlich hat. Jetzt muss mir die Schwalbe doch nochmal ausrüsten. Auf unten. Die Angriffskraft wäre vielleicht auch mal ganz gut.
Regeneration der Ausdauer wäre vielleicht auch ganz gut. Eieiei, was hat denn das dabei? So, wir gehen gleich. Tut mir leid, sie muss jetzt die ganze Zeit Schläge einstecken. Ich war jetzt ein bisschen übervorsichtig gerade. Ist vielleicht ganz normal, wenn man... Was hängt der hier die ganze Zeit rum? Da wäre ich aber auch sauer an seiner Stelle. Gut, dass sie dabei war. Und die Kyra wäre mal, glaube ich, ein bisschen aufgeschmissen. So, ciao, Gargoyle. Und wieder setzt diese höchst dramatische Musik ein. Sie kommt auch. Und ich habe das Gefühl... Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ja, ein Golem war es jetzt nicht unbedingt. Ich speichere mal lieber wieder vorher. Wir wissen ja nicht, was passiert. Hallo? Kann ich? Darf ich? Jetzt noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt. Komm. Ich weiß hier nicht. Oh. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben wir die wilde Jagd gesehen. Toll. Das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Das heißt, all die Fallen und alles, was wir bis jetzt gemeistert haben, war eigentlich für den Arsch, weil die wilde Jagd eh schon hier war. Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. Zum Plaudern sind sie jedenfalls nicht hier. Hattest du das je gedacht? Für uns ist das praktisch. Können wir dann eigentlich? Nur mal so, oder warte, ich mal lieber das Schwert. Geht das denn? Wahrscheinlich nicht. Ich dachte, wir können die dann vielleicht noch looten. Zwergenschnaps haben sie nicht mitgenommen? Was sind das nur für Menschen? Ich weiß, es sind keine Menschen. Eine Wasserflasche. Da geht's noch hoch. Fräulein, kommst du? Was ist denn jetzt mit ihr? Schnucki! Wir müssen los, komm! Guck auf die Uhr. Jetzt komm noch mal hinterher! Gut, ich gehe ganz normal. Jetzt folgt sie uns auch. Ich wäre hoch erfreut, wenn die ganzen Gegner hier nicht mehr auftauen würden. Da wäre ich wirklich froh. Ich finde es interessant, dass in dem Dorf, wo der Hendrik gewohnt hat, dass da die Leute einfach tot waren und nicht einfach nur eingefroren. Die waren ja nicht mal tot, die waren einfach weg. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Aber vielleicht sind die dann auch einfach nur geschmolzen. Aber dann müssen die ja komplett aus Eis bestehen. Kann also auch nicht sein. Und das Feuer müsste eigentlich überall aus sein. Oh je. Oh je. Schabas! Esse esse. Da pardone. Bilim ni hamar. Rein! Ich hätte meditieren sollen. Verschließen, durch die sie kommt. So weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoke ab.
Bleib dicht bei mir. Ja, wenn das funktioniert. Daria Nanoi! Fertig. Bleib bei mir. Ach du Scheiße. Wir müssen sie schließen! Soll ich? Ich mach's, aber gib mir Deckung! Kein Fall raus. Lass das. Ach, langsam glaube ich, dass wir es schaffen können. Ich will speichern. Es geht nicht. Quest aktualisiert. Eine schöne Kuppel. Eine sehr talentierte junge Frau, möchte ich sagen. So, und ich glaube, es wird jetzt nicht leichter. Behind the color! Welche denn jetzt? Links oder rechts? Diese hier. Entschuldige bitte. Komm schon. Angels, Gamana! Nur noch einen. So, ich würde gern was trinken, gerade zwischendurch mal. Oh, die Kiraten müssen was abbekommen. Die Kaira, Entschuldigung. Ich verwechsel jetzt immer wieder. Behind the color! Du Hund, du! Wert. Ganz schön viel Kraft gekostet. Wenn du nicht weitergehen kannst. Du kannst mich doch nicht hier lassen. Das würde ich nie tun. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Ich wollte die doch gar nicht hier lassen. Ich wollte doch einfach sagen, wenn du nicht weitergehen kannst, dann ruhen wir erstmal aus. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich. Ich mach das schon. Ich wollte kurz noch die Hündchen looten. Bella Glas.
Vielleicht holen wir sie noch ein. Jetzt lauf doch nicht weg, lass mich doch kurz looten. Ich weiß, die wilde Jagd, aber die wilde Jagd wartet ja auf uns. Die sind ja so nett. Außerdem müsste ich noch ein Minütchen ganz kurz meditieren, um Essen zu sparen. So, und außerdem können wir vielleicht noch gucken, ob wir hier und da vielleicht noch ein Kistchen haben. Eine Menge Schwefel auf jeden Fall. So, da ist nichts. Da hinten ist eine Truhe. Siehst du? Scheiße, unser Schwert. Obwohl, wir können das Schwert ja selber reparieren. Alles gut. Ich schau da gleich mal. Zwergenschnaps. Warum liegt ja so viel Zwergenschnaps? Was ist der Grund? So, ganz kurz. Anfänger, Gesellen. Waffenreparaturset, Rüstungsreparaturset. Okay, ich mach mal hier Anfängerset. Das reicht hoffentlich erstmal, bevor wir es vom Schmied reparieren lassen. Halt, und da waren noch drei Hundis. So, alles mitnehmen. Passiert eigentlich irgendwas, wenn wir hier wirklich alle anzünden? Nee, ne? Ich komm gleich, warte kurz. Das war ein Pilz, okay. Die hatten wir schon. Nur vorsichtshalber nochmal geguckt. Und jetzt kurz speichern. Nee, warte. Das erste, was wir machen, ist natürlich Meditation, eine Stunde. Ich will es aber nicht nach jedem Kampf machen. Hier ist es momentan nötig, aber ich will es nicht wirklich immer machen. Weil es mit der Zeit auch ein bisschen, weißt du schon. So. Hier kurz gespeichert, jetzt weiter. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Stimmt. Ja, niemals. Stimmt aber. So, bevor wir da lang gehen. Aha. Okay, nochmal kurz nochmal speichern. Ist ein Hobby von mir. Und dann. So, mal gucken, wo wir hier oben hinkommen. Ich hoffe nur, hier greift nicht gleich wieder was an. Hier ist eine Truhe. Verdammt, bist du hässlich. Einfach großartig. Okay, das war er. Das heißt, wir können gleich wieder meditieren. Neblingszahn und Neblingmuttergen. Die haben eigenes Muttergen? Krass. Herausgerissene Seite, Short-Absud. Ich muss mich mit den ganzen Absuden auch mal ein bisschen auseinandersetzen. So, war es das hier oder kommt da noch was? Ich glaube, das war's. Okay, folgendes. Noch einmal ganz kurz meditieren. Wie gesagt, wenn man das zu oft macht, wird es auch ein bisschen ätzend. So. Sonst geht's hier auch nirgends weiter. Oh, guck mal da. Na toll. So, da sind wir wieder und weiter geht's. Nein, ich speichere doch nicht zu oft. Er erwartet uns. Was ist da geschehen? Ist das der Elf? Nun? Naja, hilft ja nichts. Hopsa. Es ist wohl nicht der Elf.
Holzstuhl, Däume. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Heieiei. Lass das. Mann, ich wollte nicht in die Ecke gedrängt werden. Lass mich raus da. Geralt, sieh nur. Er öffnet eine Passage. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Ihn kann man gerade nicht angreifen. Was jetzt, du Stück Dreck? Aber wieso springe ich denn nicht mal weit genug weg? Auf einmal geht's nicht mehr. Noch eine Spalte. Ja, mal gucken, was jetzt kommt. Hoffentlich nur wieder Hundis. Nein, nicht auf ihn, du Vollidiot! Genau, auf ihn. Oh, der ist schon wieder voll aufgeladen. Scheiß Cheater. Nein, und ich komme einfach nicht weit genug weg. Irgendwie rolle ich nicht mehr. Jetzt springt er nur noch. Warum? Ich will immer wegrollen, aber er macht es einfach nicht. Hexer sind unfruchtbar, wie Zauberin. Naja, spart die Präser. Wieso rollt der nicht mehr weg? Wir haben den vor allen Dingen, vorher haben wir den ganz kurz runtergeschlagen und jetzt geht's einfach nicht mehr. Also es war wieder voll gehealt. Das ist gemein. Immer wenn der sich in der Mitte aufbessert. Wahrscheinlich müssen wir die Hunde einfach schneller wegschlagen, aber so schnell geht das gar nicht manchmal. So ein Mist. Vielleicht einfach anzünden die ganze Zeit und reinschlagen. Das Problem ist einfach nur, ich möchte wegrollen, aber irgendwie macht er das gerade nicht. Ich weiß nicht warum. Es gab heute einen Patch für 1.4 und dann... Seitdem rollt er irgendwie nicht mehr. Er erwartet uns. Na dann mal los. Du bist stur. Jo, das bin ich. So kennt man mich. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf mich rum. Siehste? Er springt einfach nur noch, was generell eigentlich ja gut sein mag. Geralt, sieh nur! Er öffnet eine Passage! Bleib ruhig, konzentrier dich. Und in der Zeit hielt er fröhlich vor sich hin. Offensiver Vorgehen geht auch nicht. Scheiße. Mann, er geht nicht mehr zurück. Warum? Was ist denn los? Seit dem Patch. Tolle Wurst. Da lache ich doch. Jetzt. Irgendwie sind die Buttons vertauscht, deswegen. Oh, ich sollte momentan nichts machen. Scheiße.
Leck mich am Sack. Jetzt kommt er mit seinen Scheißhunden. Und Rüstung defekt. Großartig. So, warte ganz kurz. Scheiße, ich verkacke hier ein bisschen. Das tut mir echt leid. Schwalbe haben wir schon ausgesoffen. Da müssen wir vielleicht bald mal neue machen. Regeneration der Ausdauer. Beschleunigt. Jetzt. Wieder auffüllen von Gegenständen. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner alchemistischen Gegenstände verwendet. Bella Glas! Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Ich auch. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Ja, wir sehen auch zum Glück gar nicht, wo wir hin müssen. Boah, das war echt doof. Das war echt doof. Ich entschuldige mich, aber die Buttons sind vertauscht. Tatsächlich vom Rollen und vom Ausweichen. Ich weiß nicht genau, ob es am Patch lag. Heute kam 1.4 raus. Und es gab noch keine Patch Notes. Der kam einfach nur raus. Und ich konnte noch nicht nachlesen, was los ist. Naja, egal. Wir haben es geschafft. Das ist die Hauptsache. So, alchemistische Objekte wieder aufgefüllt. Vielleicht mache ich dann... Machen wir hier ein bisschen Schwalbe wieder. 3 von 3, hervorragend. So. Und Bomben bräuchten wir eigentlich auch unbedingt mal. Und das Schwert ist schon wieder am Arsch. Das kann doch echt nicht wahr sein. Ach, seufz. So, lalalala. Anfänger, Gesellen, Waffen reparieren. Nehmen wir mal das jetzt. Bums. Anfänger, Rüstung. Bums. Ohne meinen Bayern-Wams gehe ich nirgendwo hin. So, Zwergensnapp. Eine Olive, natürlich. Der Elf hat eine Olive. In einer riesigen Kiste liegt eine einzige Olive drin. Das finde ich schön. Finde ich schön. Die Wertschätzung des Geringen. So, sonst gibt es hier aber nichts. Nein. Ich muss auf jeden Fall öfter auch blockieren. Also, blocken. Na, so. Oh, warte. Sehen wir uns eine Nachricht an. Nach der Kälte. Wollte ich jetzt erstmal ganz kurz... Ach, nach der weißen Kälte. Die Asche sinkt hinunter an traumverlorenen Hügeln. Vorbei an den funkelnden Wassern Tirnalias. Langsam, sanft, still. Ins Vergessen. Wissende Lippen schwärzen sich. Gefrorene Knochen erbeben. Ehe das eisgebannte Auge blinzelt, betrachte ich aus fernen Himmeln euren Niedergang. Hört uns die Nachricht an. Ein wahrer Poet. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuche, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wo wir zuletzt zusammen waren, das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten.
und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder? Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fass es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Woher das wohl kommen mag? Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herren des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber in den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Ob wir das vielleicht auch machen können? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf. Und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Ah. Süß? Ach, richtig. In Kaer Morhen haben sie euch ja keine Gute-Nacht-Geschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Cirilla wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Herrinnen des Waldes. Das wollen wir natürlich nicht vorenthalten. Ein Questgegenstand, wie es aussieht. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmert unser Schicksal nicht. Nur die Herrinnen des Waldes wachen über Velen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrinnen um Hilfe anflehen. Wenn sie es für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. Und so erfleht man die Hilfe der Herrinnen. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es in den Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrinnen. Dort beginnt der süße Pfad. Schicke das Kind auf diesen Pfad, auf dass es dem Naschwerk folge und zu den guten Herrinnen finde. Dem Kinde wird es nie wieder an irgendetwas mangeln, denn die Herrinnen sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schreine aus. Die guten Herrinnen werden dich hören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn du das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird deine Bitte erhört. Gute Idee, sein Kind süß und unschuldig in den Wald zu bringen. Tolle Idee. Haben wir die schon gelesen? Die erste Karte und die zweite Karte haben wir noch gar nicht gelesen, ne? Machen wir später. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Eine berechtigte Frage. Charaktereintrag aktualisiert. Schatzsuche, Greifenschulen-Ausrüstung. Ach, das war die Map, die wir gerade gelesen haben. Vielleicht sollten wir... Ja. Vielleicht sollten wir da wirklich mal intensiver lesen. Hier haben wir noch ein weiteres Buch. Das ältere Blut. Das müssen wir leider noch ertragen. Was genau ist das ältere Blut?
Einige behaupten, es sei ein mächtiger Fluch, der von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Diejenigen, in deren Adern das Hen hierher fließt, sollen der Sage nach Tod und Zerstörung in sich tragen und Hass und Verachtung in den Herzen der Menschen säen. Laut einer Prophezeiung der Ithlina wird aus diesem verunreinigten Blut ein Rächer geboren, ein Vernichter der Völker und Welten. Andere wiederum behaupten, das ältere Blut sei ein extrem seltenes, ererbtes Talent, das die Kontrolle über Zeit und Raum in einem Maße erlaubt, das selbst für elfische Wissende unerreichbar ist. Doch leider konnten nur die wenigsten, die dieses Geschenk in sich trugen, die vollständige Kontrolle darüber erlangen. Die unvollständige Beherrschung führt unausweichlich zu plötzlichen Ausbrüchen der Kraft in Form von unvorhersehbaren, unkontrollierbaren und deshalb sehr gefährlichen Explosionen. Hinter den dunklen Sagen über den Fluch des älteren Blutes liegt die Wahrheit dieser tragischen Fälle verborgen. Aus offensichtlichen Gründen waren die Träger des älteren Blutes sowohl für die Mächtigen als auch für die Magier schon immer von großem Interesse. Erstere zählten auf die Wahrheit der Prophezeiung der Ithlin, auf einen Rächer, der geboren wird, um die Welten zu zerstören und den sie für ihre Zwecke nutzen konnten. Und letztere hofften, die Magie des Hen Ichaer nutzen zu können, um ihr Wissen und ihre Macht zu vergrößern. Am Ende waren alle Pläne vergebens. Die Linie des älteren Blutes war mit dem Verschwinden der Erbin der Krone Nilfgaards, Cirilla Fiona Ellen Rhiannon, unterbrochen. Das heißt, Cirilla ist die Letzte des älteren Blutes. Grund genug, sie finden zu wollen. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Da war noch was. Ach, ausmachen. Natürlich ausmachen. Und hier haben wir Pfeffer noch irgendwo. Ganz wichtig, den konnte man nicht mehr nehmen vor der Sequenz. Nicht, dass wir den vergessen. Das wäre ja eine Schmach. Die Bärenlegende. Leute, es hört einmal nicht mehr auf mit der Folge hier. Bestiariumseintrag. Die Berserker stellen hinsichtlich Blut und Abstammung keinen eigenen Clan dar. Sie sind vielmehr eine Familie aus Kriegern, die den Ruf des Bären vernommen haben und ihm antworten, indem sie ihre Lieben verlassen und der Bruderschaft in den Bergen beitreten. Nicht jeder wird in diese Gemeinschaft aufgenommen. Die Anwärter müssen zunächst schwierige Prüfungen bestehen, die nicht selten mit ihrem Tod enden. Die letzte Prüfung ist die schwerste. Sie wird die Prüfung des Bärentriumphs genannt, doch kaum jemand außerhalb der Bruderschaft ist je ihr Zeuge geworden und niemand weiß, was den erwartet, der sich ihr unterzieht. Eigenartigerweise wissen auch die Skelliger selbst kaum etwas über die Berserker, die von ihnen Wildkarle genannt werden. Sie sprechen nicht gerne über diese Menschenbären, weder untereinander noch mit Fremden. Und jetzt will ich mal ganz kurz sehen, Bestiarium erweitert, wenn wir Bücher lesen. Konstrukte, Hunde der wilden Jagd, das können wir auch mal später nochmal, und hier haben wir noch verfluchte Wesen. Okay, dazu kommen wir später. Berserker. Iss deine Suppe, sonst kommt dich ein Berserker holen und verschluckt dich ohne zu kauen. Mutter auf Skellige, die ihr Kind schimpft. Die Legenden von Skellige erzählen von Menschen, die als Berserker bezeichnet werden. Wenn sie im Kampf in Raserei geraten, verwandeln sie sich in Bären, verlieren alle menschlichen Empfindungen, jede Vernunft und sind von reiner Blutgier erfüllt. Sie müssen diese befriedigen, um wieder menschliche Form annehmen zu können. Diese makabren Geschichten glaubt natürlich kaum jemand, selbst auf Skellige nicht, obwohl dort die abwegigsten Legenden mit großem Ernst behandelt werden. Berserker dürften also entweder die Gespinste vom Met zerweichten Geister sein, oder sie haben gelernt, ihre Fähigkeiten vor den übrigen Skelligern zu verbergen. In den Balladen der Skalden heißt es, dass ein verwandelter Berserker in der Schlacht nicht von einem echten Bären zu unterscheiden ist. Nur winzige anatomische Details, wie die Zungen und die Zahnformen, können das Geheimnis enthüllen. Kämpfende Berserker sind angeblich unempfindlich gegen Schmerz und obendrein sollen ihre Wunden praktisch sofort heilen. Sofern diese Bärenmenschen wirklich existieren, ist anzunehmen, dass ihnen wie Werwölfen und anderen Lykanthropen vor allem mit Ölen gegen verfluchte Kreaturen beizukommen ist. Aber wenn die alten Lieder über die Untaten und Massaker dieser Kreaturen glaubwürdig sind, steht zu hoffen, dass kein Hexer diese Hypothese je wird testen müssen. Und ich glaube,
Genau das werden wir wohl tun müssen. Aber das Ganze natürlich nicht mehr in dieser Folge, denn wenn ich so auf die Uhr gucke, dann haben wir ein bisschen überzogen heute. Es tut mir geringfügig leid, ganz geringfügig. Selbst für überlänge Folgen sind wir heute schon in Überlänge getreten. Das ist wirklich dramatisch und traurig. Aber ganz ehrlich, wir mussten da einfach durch. Und weil wir beim Gargoyle 2 Anläufe gebraucht haben und auch bei dem Oberfuzzi 2 Anläufe gebraucht haben, naja, da habe ich halt nochmal 10 Minuten draufgehauen. Das relativiert die Kämpfe ein bisschen. Und wir haben ja auch viel vorgelesen. Insofern, ich denke, das ist in Ordnung. Ich hoffe nur, dass jeder auch genug Zeit hat, so viel zu gucken. Das sind ja fast schon kleine Filme, die wir hier machen. Und vor allem mit der Story geht es ja die ganze Zeit voran. Es ist ja nicht so, dass die Folgen leer wären oder wir nichts machen würden. Es geht ja die ganze Zeit und die ganze Zeit und die ganze Zeit geht es voran. Und in der nächsten Folge verlassen wir die Höhle erstmal. Und dann ist die Frage, helfen wir dem Roten Baron mit seiner Familienangelegenheit, denn er weiß ja offenbar, wo Ciri sich jetzt verbirgt. Oder suchen wir die Hexen auf, wo wir wieder in Ciris Vergangenheit rumstochern, aber offenbar nicht in ihrer Gegenwart. Schwierig, schwierig, schwierig. Die Vergangenheit sollten wir eigentlich von hinten aufrollen. Vielleicht gucken wir einfach mal, für welches Level die Hexen geeignet sind, denn ich glaube nicht, dass wir da einfach so durchspazieren können. Aber auch das erfahren wir natürlich erst in der nächsten Folge. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl.